2023 war eins der besten Gaming-Jahre seit langem. Hochkaräter sind fast im Wochentakt erschienen, egal ob große IPs oder überraschende Geheimtipps. Umso schwerer fällt da die Top 10. Im Link unten auf heldenderfreizeit.com haben wir deswegen sogar eine Liste mit den besten 23 Top-Games für 2023. An dieser Stelle aber die kompakte Fassung unserer 10 größten Favoriten. Am Ende war Starfield, das große Xbox-Flaggschiff vom Skyrim-Macher, eventuell nicht so bahnbrechend wie versprochen oder erhofft. Und das Update von Cyberpunk hat dann auch etwas das Rampenlicht gestohlen. Trotzdem ist Starfield ein Weltraumabenteuer, das atmosphärisch die unendlichen Weiten des Alls manchmal gnadenlos gut einfängt. Spielerisch ist es überraschend oldschool, im Stile von Knights of the Old Republic oder Mass Effect, aber größer und mit Skyrim-mäßiger Freiheit abseits der Kampagne. Auf dem 9. Platz einer der Geheimtipps, denn etwas unter dem Radar flog das Revival von Alan Wake, der spielbare Schauerroman. Spielerisch wie storytechnisch meistert Alan Wake 2 die Welten des Surrealen, wie einst Silent Hill oder David Lynch Filme. Neben kreativen Puzzles und Ballergefechten sticht vor allem die fulminante Grafik hervor. Darüber hinaus überrascht es bis ans Ende mit kreativen Ideen, verschiedene Metaebenen visuell und spielerisch zu verbinden. Die seit 2006 erschienenen New Super Mario Bros. Games waren zwar immer solide Sidescroller, aber nutzten sich langsam ab. Deshalb wohl präsentiert sich Mario Wonder als wortwörtliche Wundertüte. Neue Charaktere, frische Welten und Gegner und verrückte Power-Ups heben sich klar von den zuvor etwas angestaubten Mario Sidescrollern ab. Und so gibt es auch zum ersten Mal, vermutlich seit dem Super Nintendo, wirklich frisches Abenteuerfeeling für das 2D-Gehüpfe. 2008 war Dead Space noch ein wenig verschrien als Resident Evil 4 im Weltraum. Aber inzwischen gilt es selbst als Action-Horror-Klassiker, der selbst viel Innovationen geboten hat. Durch das heute noch immersive Gameplay hätte ein simples Remaster fast gereicht, aber über Next-Generation-Grafik muss man sich ja nicht beschweren. Wobei das Remake darüber hinaus auch neue Features wie stärker verknüpfte Level bietet. Ein rundes Paket. Star Wars Jedi Fallen Order war noch ein netter Mix aus Uncharted-mäßigem Action-Adventure und leichten Anleihen von Dark Souls. Vor allem bei Story und Kreativität war aber noch Luft nach oben. Nun ging die Reise von Cal Kestis zwischen Star Wars Episode 3 und Episode 4 endlich weiter und hat genau diese Hoffnungen erfüllt. Star Wars Jedi Survivor ist größer, besser und spielerisch viel spannender. Und für uns eins der besten Star Wars Sequels. Ja, Diablo ist umstritten. Mit manchen Updates nach Release zog man den Unmut der Fans auf sich. Aber in der Hoffnung, dass es auch wieder besser wird, beruft sich der Rankingplatz hier auf den Ersteindruck nach Launch. Da war Diablo 4 nicht großartig anders als der direkte Vorgänger, aber im Weltendesign endlich wieder düsterer, mit toller Art Direction und Sound. Vor allem für jeden Fan von Dark Fantasy. Und das Looten und Leveln war noch immer der perfekte Mix für Casual Player und Hardcore-Zocker. Der erfolgreichste Sony-Game-Launch aller Zeiten. Die Devise bei Sony war relativ zielsicher. Alles noch größer, noch hübscher und dynamischer als im Vorgänger. Plus Fan-Favorite Venom. Auch Kämpfe, vor allem die Bosse, setzen eine gute Schippe drauf. Klingt etwas unspektakulär. Aber mehr war ja nicht nötig. Gerade das Schwingen und die Arkham City-mäßigen Kämpfe waren im Vorgänger schon grundsolide. Daher musste man nur ein wenig mehr auf dem Grundgerüst aufbauen und voilà, noch ein Open-World-Hit ist geschaffen. You're amazing, Spider-Man. Thank you. Ohne Resi 4 gäbe es kein Dead Space, Gears of War, The Last of Us und so weiter. Denn im Originalspiel war die Schulterperspektive bahnbrechend.
Deswegen ist die alte Version auch heute noch immer gut. Nun hat es Capcom aber geschafft, viele der ikonischen Kämpfe mit neuer Technik noch eine Spur aufzudrehen. Denn der Stressterror wurde an eine dynamischere Steuerung angepasst, mit noch agileren Gegnern und smarteren Zombies, Kettensägenmännern und so weiter. Und das oft stressige Multitasking ist noch intensiver gestaltet. Zelda Breath of the Wild zählte dank der enormen Freiheit und der idyllischen Atmosphäre zu den beliebtesten Open-World-Spielen aller Zeiten. Und nach 6 Jahren Wartezeit waren die Erwartungen an den Nachfolger Tears of the Kingdom haushoch. Getroffen wurden sie dennoch. Link verschlägt es nämlich wortwörtlich in die Wolken, aus denen er überall auf der gigantischen Map landen kann. Sich mit selbstgebauten Flugmaschinen in luftige Höhen zu katapultieren und fast grenzenlos in der gigantischen Map unzählige Geheimnisse aufzudecken oder eigene Lösungen für Hindernisse mit mehr Physikspielereien zu finden, sorgt für ein sogar noch größeres Freiheitsgefühl. Baldur's Gate 3 ist der wahrgewordene Traum aller Dungeons & Dragons Fans. Schon das alte Baldur's Gate 2 vom Mass Effect Entwickler BioWare zählte zu den großen Fantasy-Rollenspielen-Meisterwerken. Die Messlatte lag also nicht gerade niedrig. Aber noch nie zuvor hat ein Game so beeindruckend die schiere Freiheit des Tabletop-Klassikers eingefangen wie Baldur's Gate 3. Der Verlauf der Story obliegt scheinbar ganz den eigenen Entscheidungen. Kein Durchspielen ist dasselbe. Schon die im Charakter-Editor gewählten Stats haben Einfluss auf den Spielverlauf. Und auch dank virtuellem Auswürfeln vieler Entscheidungen weiß man nie, was man bekommt.